Der Suche nach Yennefer, seiner einstigen Freundin und Geliebten, gelangte Geralt ins Dorf Weißgarten. Die Zauberin schien nur ein paar Schritte entfernt, doch sie blieb ungreifbar. Schließlich erfuhr der Hexer vom nilfgaardischen Garnisonskommandanten, dass Yen tatsächlich ganz nahe war, in Vysimar. Das muss reichen. Du meinst, es kümmert Emhyr, ob ich sauber bin? Der Herr wird seine kaiserliche Majestät mit dem vollen Titel anreden oder gar nicht? Der Herr wird auf dem Berger Platz nehmen. Auf dem was? Auf diesem Stuhl. Cladwyn? Bitte rasiere den Herrn. Koteletten einen Finger breit. Ja, und da sind wir auch gleich schon wieder. Wir sind hier in Vysimar angekommen, so wie es scheint. Gerade noch die wilde Jagd hinter uns gehabt, aber dann Yennefer auch schnell wieder losgeworden. Ja, und der Kaiser Nilfgaards, beziehungsweise der zukünftige Kaiser des ganzen Nordens, vielleicht, wird uns jetzt unbedingt sprechen. Wir haben keine Ahnung, worum es wirklich geht. Momentan wissen wir nur, dass seine Diener, nenne ich sie mal, wollen, dass wir gut für ihn aussehen. Deswegen, wir machen da einfach mal mit und dann mal schauen, was bei rauskommt. Was ist an meinem Bart auszusetzen? Ich fand immer, dass er zu meiner Würde beiträgt. Tut er auch. Doch der Eleganz ist er abträglich. In Nilfgaard gelten Bärte als unansehnlich. Vor allem, wenn sie voller Läuse sind. Ich war eine Weile unterwegs. Gut. Tu, was du tun musst. Kopf zurücklehnen, bitte, und stillhalten. Wie steht es? Laufen die Vorbereitungen für die Audienz nach Plan? Ja, General. Der Herr wird einigermaßen präsentabel sein. Wer ist der Typ? Auch ein Barbier? Nein. Morvran Voorhees, Kommandant der Division Alba. Yennefers Eskorte. Das waren meine Männer. Alle. Fürwahr. Waren. Denn keiner von ihnen ist nach Vysimar zurückgekehrt, oder? Ich möchte wissen, was gestern auf der Straße passiert ist. Könntest du mich erleuchten? Du hast Zeit. Und ein Rasiermesser am Hals. Die wilde Jagd hat sie getötet. Eine Geisterkavalkade am Nachthimmel? Das Omen des Kriegs, von dem die Bauern faseln? Und das soll ich glauben? Das ist mir ehrlich gesagt piepegal. Nordlinge. Man kann sie baden, rasieren und einkleiden, aber ihnen Manieren beibringen, das ist etwas für Fortgeschrittene. Ebenfalls sehr erfreut. Fertig. Soll ich ihn nochmal gegen den Strich rasieren? Nein. Er geht selbst schon ausreichend gegen den Strich. Leb wohl, Hexer. Oder besser, bis bald. Gut, der Herr kann sich nun ankleiden. Leider erhielt ich keine genauen Maße. Wenn etwas scheuert, wird unser Schneider es anpassen. Wo sind meine Kleider? Wo sie schon lange hingehören. Bei der Wäscherin. Nach der Audienz bekommt der Herr sie wieder. Sauber und gestärkt. Der Herr wird mir sagen, wenn er sich für ein Gewand entschieden hat.
ein Jammer, dass ich keine Zeit habe. Okay, jetzt sollen wir uns ein Gewand aussuchen. Aber ich will mich erst nochmal umschauen. Na, man sieht das schon. Man kann auf jeden Fall Sachen plündern. Also unsere erste richtige Amtshandlung in Nilfgaard ist es also. Beziehungsweise, wie sie mal, ich weiß gar nicht. Um Gottes Willen, ich habe zwar alle Teile von The Witcher gespielt. Aber ich habe zum Beispiel auch Bücher oder so nicht gelesen und das ist auch relativ... Direkt aus den Sagen der Nordlinge, unfassbar. Schön für dich, das ist relativ lange her. Deswegen habe ich um Gottes Willen leider keine Ahnung, wo Visima überhaupt genau liegt. Ich weiß lediglich, dass es im ersten Teil vorkam. Vom Spiel halt. Ja, dann ist es tatsächlich unsere erste Amtshandlung, hier alles leer zu machen. Mann, Mann, Mann. Das nehme ich mal nicht. Ich würde sagen... Ja, das sieht gut aus, das nehmen wir. Achso, ein Badehandtuch haben wir jetzt sogar, aha. Das könnte man im späteren Verlauf des Spiels mit Sicherheit nicht nochmal brauchen, nein, das... Ne. Gut sehen wir aus. Aber die Schwerter fehlen mir irgendwie schon. Na, mal gucken. Was hat denn der Herr zu sagen? Schwarz steht dem Herrn. Stellt das Gewand den Herrn zufrieden? Ein beschlagenes Wams mit einem Schwert auf dem Rücken, das würde mich zufriedenstellen. Doch bist du in Nilfgaard? Ja. Ein Sprichwort. Also was jetzt? Nase pudern? Nicht nötig. Der Tern des Herrn ist hell genug. Der Herr wird vor dem Herrscher von Nord und Süd stehen. Ich muss mich vergewissern, dass er sich zu verneigen weiß. Wir machen bitte bei allem sehr. Mit. Sehe er her. Bein ausgestreckt, Hand flach, Kopf gebeugt, Kinn auf der Brust. Der Herr wird dies üben. Keinerlei Anmut. Doch wir haben gelernt, von Nordlingen weniger zu erwarten. Komme er mit mir. Also, ganz schön herabwürdigend, die Nilfgaarder. Der Herr wird nur dann reden, wenn er angesprochen wurde und dabei den richtigen Titel verwenden. Eure Erzmagnifizienz? Ich sehe, dass der Herr zum Scherzen aufgelegt ist. Ich fürchte bloß, dass der Kaiser diese Disposition nicht teilt. Eure Majestät reicht aus. Klar, deutlich und respektvoll ausgesprochen. Ingrimi ep art kerser, deitven adan in karn ep morvut, em hier war em reis. Verneigen. Eure kaiserliche Majestät. Area epto orde. Evelien, namin wat gern wavort. Also ich habe jetzt nur wat gern verstanden, was so viel heißt wie Hexer. Den Rest, keine Ahnung.
Ich dachte, du beugst das Haupt vor niemandem. Ich wollte den Kämmerer nicht enttäuschen. Wir sind Freunde. Sicher habt ihr mich nicht rufen lassen, um über die guten alten Zeiten zu sprechen. Ruhe. Meine Tochter Cyrilla, sie ist zurück und in Gefahr. Die wilde Jagd ist hinter ihr her. Du wirst sie finden und zu mir bringen. Seid ihr sicher? Ciri ist gegangen. Weit, weit fort. Meinst du, ich würde dich mitten im Krieg herzitieren, um ein Gerücht zu diskutieren? Ich meine, dass jeder sich irren kann. Sogar ein Kaiser. Ich hatte vergessen, wie unverschämt du sein kannst. Ich habe keine Zeit, dich zu überzeugen. Und auch kein Interesse. Yennefer wird das tun. Nach der Audienz. Wie viele Männer habt ihr in der Armee? 20.000? 30? Warum also ich? Du weißt warum. Weil sie dir vertraut. Sie vertraut mir, richtig. Sagt mir also, warum ihr sie sucht. Ich bezweifle, dass es um all die verlorenen Jahre geht. Staatsräson, wie immer. Schluss mit dem Geplänkel. Du wirst auf jeden Fall zustimmen. Und sei es nur deswegen, weil ich dich bezahlen werde. Besser, als du üblicherweise bezahlt wirst. Sehr viel besser. Ich brauche Informationen, keine Motivation. Ciri hinterlässt kaum Spuren. Sie wird schwer zu finden sein. Meine Spione werden dir helfen. Verlass dich auf sie und auf meine Armee, falls es notwendig wird. Yennefer erzählt dir den Rest. Diese Audienz ist beendet. Mererit, bring ihn zur Zauberin. Folge er mir, wenn es dem Herrn recht ist. Bleibe er dicht bei mir. Es sind viele ehrenhafte Gäste im Palast, die der Herr verabscheut, nicht belästigen darf. Ja, Geralt kommt nicht mit guter Stimmung aus dem Saal. Wie jagt man denn so einen? Ralf. Und es ist Nachmittag. Beruhige dich. Was? Weißt du, mit wem du redest, Soldat? Ich bin Herewart der Zweite, Prinz von Elanda. Bis ihr Anes war er in Novigrad? Ja, Anes. Ratslieden in Enet. Es tun SSAO an Enet. Oh, wir haben Kerser Estate für Anes. Wenn ich mich nicht täusche, war das der Hauptmann aus Weißgarten. Der gute Herr mit dem Greifenauftrag, der mit dem General geredet hat. Naja. Das ist ja schrecklich, hier versteht man kein einziges Wort von den Leuten. Wenn der Herr soweit ist, möge er mich aufsuchen, um seine Haare zu holen. Okay. Mal schauen. Ist die Feder noch angespitzt? Was gibt's denn hier? Dann schreibe. In Novigrad haben nicht der Stadtrat und die Kaufmannsgilde das Sagen, sondern die Kirche des ewigen Feuers und die kriminelle Unterwelt. Die Unterscheidung ist bisweilen schwierig. Sind sowohl erbarmungslos als auch zynisch und... Augenblick bitte, Exzellenz. Ich komme nicht mit. Weißt du, ich schreibe den Bericht selber. Du musst dann nur die Reinschrift erstellen. In 3 Ausfertigungen. Okay, keine Ahnung. Doch, Botschaft. Na, in Vedimi, direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Okay. Botschafter Fa'ater. Oder Atere, keine Ahnung. Und sein Schreiberling. Werden wir ja sehen, ob die Geschichte schreiben. Wir machen einfach so weiter wie vorhin angefangen. Wir plündern erstmal komplett Visima. Beziehungsweise die Burg. Jammer, dass ich keine Zeit habe.
So, da hinten steht die gute Yennefer. Aber ich würde sagen, für diese Folge haben wir wieder genug erforscht, getan und gemacht. Ein Vedimi, direkt aus den Sagen der Nordlinge. Unfassbar. Schön, für dich. Deswegen würde ich sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dahin.